Schön, dass ihr mir wieder zuschaut. Ich möchte heute ein Lied, was ich schon sehr lange in meinem Repertoire ist, hier eins der letzten, weil es mit Z anfängt, Zogen 1, 5 wilde Schwäne. Ein Friedenslied, Antikriegslied. Zogen 1, 5 wilde Schwäne. Schwäne leuchtend weiß und schön, zogen 1, 5 wilde Schwäne, Schwäne leuchtend weiß und schön. Sing, sing, was geschah? Keiner ward mir gesehen. Ja, sing, oh, sing, sing, was geschah? Keiner ward mir gesehen. Wuchsen 1, 5 junge Birken, schön und schlank am Bachesrand. Wuchsen 1, 5 junge Birken, schön und schlank am Bachesrand. Sing, sing, was geschah? Keine in Blüten stand, ja. Sing, oh, sing, sing, was geschah? Keine in Blüten stand. Und jetzt kommt's. Zogen 1, 5 junge Burschen stolz und kühn zum Kampf hinaus. Zogen 1, 5 junge Burschen stolz und kühn zum Kampf hinaus. Sing, sing, was geschah? Keiner kehrt mehr nach Haus. Ja, sing, sing, was geschah? Keiner kehrt mehr nach Haus. Wuchsen einst 5 junge Mädchen schön und schlank am Memelstrand. Wuchsen 1, 5 junge Mädchen schön und schlank am Memelstrand. Sing, sing, was geschah? Keines den Brautkranz ward. Ja, sing, sing, was geschah? Keines den Brautkranz ward. So, also ein Antikriegslied. Ohne Waffen, ohne Krieg. Eigentlich nur mit dem Endergebnis, dass die jungen Burschen nicht mehr nach Hause kommen und dass die schönen 5 jungen Mädchen am Memelstrand, das ist oben an der Ostsee, ich glaube Litauen ist es heute, die Memel ist ein Fluss, eben diese 5 Mädchen keine adäquaten Männer mehr finden konnten. Und es ist ja bei vielen Stücken so, dass sie den Kern der Sache treffen. Und nun zu dem Ukraine-Konflikt. Noch einmal. Wir sehen Frauen mit ihren Kindern über die Grenze kommen und hier freundlich aufgenommen, immerhin. Und sie müssen aber ihre Männer zurücklassen. Diese Männer müssen in den Krieg. Sie müssen eine Schlacht schlagen, die aussichtslos ist. Ich denke, die amerikanischen Militärstrategen, die deutschen und die europäischen, die wissen ganz genau, dass die Ukrainer verlieren werden. Also warum nicht gleich Kapitulation und den Krieg verhindern? Dann bleiben die Häuser in Ordnung, dann bleiben die jungen Männer am Leben und die alten Männer. Und dann wird nicht so viele Gebäude zerstört und dann können die Ukrainer wieder zurück. Sie müssen sich bloß mit dem Gedanken an Freunden, für den sie ja in den Krieg ziehen, nämlich,
dass die Amerikaner dann erstmal keine Atomraketen oder Raketenbasen direkt an der russischen Grenze bauen können. Das ist nämlich der eigentliche Grund. Die wollen ja unbedingt in die NATO, die Ukrainer, und deswegen riskieren sie auch ihr Leben und kämpfen dafür, dass sie in die NATO kommen. Denn das ist der eigentliche Kriegsgrund. Und dieser Krieg ist auch ein bisschen schmutzig. Man sieht das bei uns in den Nachrichten eigentlich sehr deutlich, wenn man zwischen den Zeilen liest. Die Kriegslogik ist, wenn ich schon mal unterlegen bin, so wie die Ukrainer, dass ich die Zivilbevölkerung so lange wie möglich als Schutzschild da behalte. Gut, die Frauen schicken sie raus, aber vielleicht die Alten oder die Bevölkerung werden als Schutzschild verwendet und den Russen bleibt gar nichts anderes übrig, als die sich verschanzenden Truppen in den Wohngebäuden dann auch versuchen zu treffen. Oder es sind Kollateralschäden. Aber ein getroffenes Haus, was uns immer wieder gezeigt wird, hat eben zwei Gesichter. Das möchte ich nur mal sagen. Vor allen Dingen, wenn man weiß, ach so, wenn man Putins Reden hier in Deutschland hören könnte und weiß, was er denkt und wie er in etwa seine Strategie aussieht, dann weiß man, dass er das mit allen Mitteln verhindern will. Und er will auch die Zivilbevölkerung dort raushaben aus den Gebieten. Er will keine Zivilen treffen. Das glaube ich jedenfalls. Das können aber sich die Ukrainer nicht wünschen, denn sie würden sofort dann zur Zielscheibe und können sich eigentlich gar nicht recht dagegen wehren. Und alle Versuche von unserer Regierung, Waffen dorthin zu schicken, die meines Erachtens von der US-Regierung halb gezwungen sind. Und auch die Wünsche, dass Polen Düsenjäger dahin schickt, Alter. Das ist nichts, was den Krieg das Ergebnis ändern könnte, aber was die Zerstörung und die Zermalmung und die Schwächung von Russland befördern würde. Und die Ukrainer sind das Opfer dieser Sache ist. Ja, und der Friedensgedanke kann eigentlich in dem Zusammenhang nur sein, dass man dem Putin entsprechend das anbietet, was er fordert. Nämlich keine weitere Ausdehnung der NATO in seine Richtung und einfach immer weitere Aggression vom Westen her in Richtung Osten. So sehe ich die Sache. Gut, das war doch meine Stellungnahme. So, ich danke euch. Schön. Tschüss.